Ich bin heute an einem Ort, an den man sonst gar nicht hinkommt. Aber ich habe eine Einladung bei Cybersecurity und darf einen Blick hinter die Kulissen werfen. Kommt mit! Ich bin im Herzstück von Cybersecurity und die vielen Monitore, die wir hier sehen, die geben uns Informationen über die Gefahren, die die Bank jeden Tag ausgesetzt ist. Wer weiß denn schon, dass die Bank alle paar Sekunden angegriffen wird? Und dafür brauchen wir ein starkes Cybersecurity Center. Carsten Fischer wird uns mehr dazu sagen. Carsten, wie gravierend sind die Angriffe? Wir unterscheiden eigentlich drei Gruppen von Angreifern. Freundliche Hacker, wie wir die bezeichnen, die versuchen, Schwachstellen zu finden bei verschiedenen Unternehmen, uns die dann mitteilen, wir können die beheben und dann mit einem Rucksack uns bedanken. Dann haben wir die Gruppe von Angreifern, die auf Geld aus sind. Sieht man auch immer wieder in der Presse, SWIFT-Attacke fällt da oft, wo wirklich Firmen Hacker reinkommen und wollen Geld stehlen, Payments initiieren. Und die dritte Gruppe ist für uns die Gruppe der Nationen, wo Nationen hingehen und Industriespionage betreiben und versuchen, andere Firmen anzugreifen, andere Nationen anzugreifen, um Industriespionage zu betreiben. Das hört sich an wie digitaler Krieg. Was macht ihr denn dagegen? Ja, Jürgen, wir lesen ja auch immer Cyberwar in der Presse. Und die Antwort für uns als globales Unternehmen kann nur 24/7 lauten. Das heißt, wir übergeben alle 8 Stunden unsere Sicherheitsabwehr über die Zeitzonen hinweg. Soll das heißen, Hacker schlafen nie? Man kann ja heute für 50, 60, 80 Euro im Darknet schon E-Mail-Attacken kaufen. Das bedeutet, wir müssen unsere Abwehr so hochhalten. Und auch für mich ist hier die Grenze erreicht, denn hier ins Malware Lab darf auch ich nicht rein. Da wird Schadsoftware erkannt und dafür gibt es die Spezialisten, aber nicht mich. Aber hier geht es jetzt weiter für mich. Carsten, was ist die größte Herausforderung für Cybersecurity? Bei Cybersecurity sitzen wir alle in einem Boot. Das heißt, wir tauschen uns auch schon mit Behörden über Bedrohungslage und Abwehrmaßnahmen. Wir tun das mit anderen Finanzinstituten. Wir machen das aber auch mit Startups und kleinen Tech-Unternehmen, um immer wieder auf der Höhe der Bedrohungslage zu sein. Und wie sieht es intern aus? Intern würde ich mir manchmal einfach nur wünschen, dass Mitarbeiter ihre Passwörter ernster nehmen. Wir wissen, dass nur eine Stelle mehr im Passwort durchaus 100 Jahre länger brauchen würde, um gehackt zu werden. Danke. First Line Defender. In der ersten Abwehrreihe bin ich nicht mehr dabei, aber wir können alle was für unsere Sicherheit tun und unser Passwort mal überprüfen. Tut das!